Henslers Schnellnummer. Heute gibt es eine Gazpacho. Dafür brauchen wir Paprika, Tomate, rote Zwiebel, Knoblauch, Chili, dann natürlich Gurke und es gibt noch eine Geheimzutat. Uhu. Jetzt wird gleich gemixt. Kleiner Tipp, als erstes immer die Sachen rein, die viel Wasser haben, wie jetzt hier die Gurke und dann Tomate hinterher, geschnittene Paprika, rote Zwiebel, Chili, Knoblauch, Feuer frei. Jetzt kommen wir zu meiner Geheimzutat. Eins sind zwei. Zum einen Henslers Blackened-Gewürz. Das ist ein Grillgewürz, was man wirklich auf alles rauf machen kann. Da ist Folgendes drin. Salz, Pfeffer, Paprika, Oregano, Thymian, Majoran, yeah. Zwiebel, Knoblauch. Genau. Und was ich gemacht habe, ist hier ein Stück Melone links und rechts. Damit sozusagen eingerieben, wie so ein Rub. Und dann von beiden Seiten richtig kräftig anbraten, dass es tolle Röstaromen gibt. Und das kommt jetzt so, wie es ist. Einfach hier rein, wird mitgemixt, dann noch ein Schuss alten Balsamico, Salz, Feuer frei. Na, Schuss Olivenöl noch oben drauf. Guten Appetit. Hier ist das Rezept und die Einkaufsliste für Gazpacho für zwei Personen. Zwei Tomaten, halbe Gurke, halbe rote Zwiebel, halbe rote Paprikaschote. Eine rote Chilischote. Seid vorsichtig, wenn ihr es nicht so scharf haben wollt, macht ihr nur ein bisschen rein. Ein Stück Wassermelone, was ihr grillt, eine halbe Knoblauchzehe, ein Schuss Balsamico alt, ein Schuss Oliven zum Schluss und Henslers Blackened-Gewürz gibt es demnächst wieder im Shop oder ihr holt euch jetzt irgendein Grillgewürz, bis es endlich gibt. Guten Appetit! Noch mehr schnelle Nummern findet ihr auf meinem YouTube-Channel Henslers schnelle Nummer. Einfach abonnieren, da habt ihr immer das neueste Video oder ihr geht auf die Webseite. Die ist folgende, und zwar henslers-schnelle-nummer.de. Da findet ihr auch alles, vor allem die Rezepte, ordentlich geschrieben. Viel Spaß!